Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich habe heute wieder Dr. Claudio Weiß bei mir und ich freue mich immer, weil wir wirklich auf Selbsterkundung und Selbsterkennung gehen. Und heute geht es mal um die Berufungsthematik, aber auch, ja, wie möchte ich in meinem Beruf das Leben leben und noch viele weitere Fragen. Und das werden wir heute uns anschauen. Bleiben Sie dran. Hallo, lieber Claudio. Hallo, liebe Carina. Schön, dass du da bist. Und ich durfte ja bei dir wirklich so vor einem halben, dreiviertel Jahr mal so die ganzen SEIs, mich selber erkennen. Und ja, SEI steht ja für Selbsterkundungsinstrumente, genau. Nicht? Ja. Und da haben wir ja schon ein paar Interviews dazu gemacht und mich mal so ein bisschen angeschaut. Ja. Und finde es schon spannend, wie man ja da doch einiges für sein Leben rausziehen kann. Auf der einen Seite auch schöne Bestätigungen sieht, dass man doch so auf dem richtigen Weg ist. Aber wenn man da mal und auch ganz klar weiß, was man nicht leben möchte und dass es auch in Ordnung ist. Und das ist ja so wichtig, dass das in Ordnung ist. Mhm. Ich meine, ich habe ja ein Lieblingswortspiel, das ich an der Stelle vielleicht gerade bringe. Giraffen brauchen nicht zu klettern. Genau. Das machen Affen. Mhm. Also warum soll ich jetzt mit einer Giraffe eine ganze Erziehung, eine Schulung und ich weiß nicht was alles machen zu klettern? Die sagt, weißt du was, ich habe einen langen Hals, das langt. Ja. Aber beim Affen, da nützt der lange Hals überhaupt nichts, der muss klettern. Also es ist eine schöne Analogie. Und wir, wenn wir sagen, guck mal, wir sind so, wir ticken so, und das ist so wichtig, dazu Ja zu sagen und sich darin weiterentwickeln, um nicht das Leben eines anderen zu leben, als man das selber ist. Und heute haben wir ja, jetzt in dieser Sendung, da geht es um Kompetenzen. Und da muss ich etwas ganz Wesentliches sagen. Es gibt so etwas wie eine Kompetenzmessung. Mhm. Naja, dann lässt man dich leisten und schaust, wie gut du das kannst. Das ist eigentlich ein Leistungstest. Und dann gibt es so etwas wie eine Kompetenzeinschätzung. Und das ist nichts anderes als eine Wahrnehmung. Das kannst du von dir selber machen. Und das kann jemand anders von dir machen. Und wenn das jemand anders von dir macht, und wir haben für beides, haben wir also da solche Instrumente, also wenn du es für dich selber machst, dann ist es der Kompet, das steht für Kompetenz, Kompetograph, alle diese SEI enden auf Ograph, weil sie machen etwas sichtbar. Und da gibt es einen Mi, das ist meine Eigenwahrnehmung. Und dann gibt es ein You, da kann dann jemand anders von dir das Fremdbild machen. Aber bevor jemand so etwas tut, sei sicher, dass die betreffende Person dazu kompetent ist, das zu tun, weil sie dich zum Beispiel kennt aus deinem Arbeitsverhalten, aus dem Beruf. Zweitens, es gut meint mit dir und das nicht verwenden möchte, um dir eins reinzuhauen, sondern das kannst du, dann ist es wertvoll und alles andere kannst vergessen, das ist nicht wertvoll. Und wir werden uns jetzt dein Selbstbild, deine Selbstwahrnehmung gleich anschauen, ja? Wie du selber siehst, so wie du siehst, nichts anderes. Das kann stimmen, das kann aber auch nicht stimmen, aber das ist ja eigentlich egal, ob es stimmt oder nicht. Was wichtig ist, ist, wie du siehst. Mhm. Für dich ist das wichtig. Ja. Ne? Und nun, Kompetenzen sind was? Kompetenzen sind Bundles, sind Cluster, sind Bündelungen von Fähigkeiten, die alle in die gleiche Richtung gehen, aber wo es viele einzelne Fähigkeiten dafür braucht. Und wir schauen uns jetzt diese Bündel an. Und da haben wir zwei Arten von solchen Bündeln. Das erste Bündel sind Lebenskompetenzen. Die gelten auch im Privatleben. Die gelten eigentlich für alles. Und das zweite sind spezifische Arbeitskompetenzen. Und bei den Lebenskompetenzen, und hier sehen wir dein Bild, siehst du ein Diagramm mit 8 möglichen, also Spinnen, rote Spinne, das ist deine Figur, mit 8 Spinnenbeinen. Und diese 8 Spinnenbeine sind in Analogie
zu den 8 Memen oder Wertewelten oder Mindsets, die wir in einer früheren Sendung im Mentalograph behandelt haben. In Analogie dazu sind hier 8 Lebenskompetenzen, die sich in einem Koordinatensystem darstellen lassen. Ganz unten haben wir die Selbstsicherung. Ganz oben haben wir die Selbstentfaltung. Auf der linken Seite bin ich Teil einer Gemeinschaft. Auf der rechten Seite bin ich als einzelnes Individuum unterwegs. Und wir sind als beides unterwegs im Leben. Und jetzt siehst du, wo deine Hauptausstiege sind. Aber dazu, bevor wir die anschauen, ist etwas wichtig. Diese 8 Spinnenbeine sind untereinander bei dir innerlich in Konkurrenz. Und jetzt sagst du, also wenn es etwas gibt, wo ich richtig gut bin, und das hat mir das Leben bis jetzt gezeigt, dazu stehe ich, ja, meine Überlebensfähigkeit. Ich kann durch Krisen hindurchkommen, ich kann durch die schwierigsten Situationen, ich stehe immer wieder auf, das habe ich im Leben erfahren, da bin ich ganz besonders stark. Und ich habe vielleicht sogar im Zusammenhang damit etwas entwickelt, das könnte weiterentwickelt, das könnte man Weisheit nennen. Mich kann man nicht so leicht für dumm verkaufen. Ich kann beide Seiten sehen, vielleicht sogar noch eine dritte oder vierte. Ich habe gelernt, sowohl als auch Lösungen zu suchen und womöglich auch zu finden. Das ist die Weisheit da oben. Ja. Und dann ist dort in der Mitte rechts, das ist so ein bisschen durchgestrichen, nicht? Ich kann es Selbstständigkeit. Ja, ich habe ich kann selbstständig etwas initiieren und dann auch durchziehen, nicht? Da bin ich relativ gut. Jetzt sagst du auf der anderen Seite ganz links Zuverlässigkeit, da ist praktisch kein Ausschlag. Jetzt Achtung, dort wo kein Ausschlag ist. Das muss nicht heißen, dass dort eine regelrechte Inkompetenz ist. Aber du sagst ja, meine wirklichen Kompetenzen, die liegen vor allen Dingen ganz da unten. Also der Selbstsicherung, ja, in der Überlebensfähigkeit und in der Weisheit. Und dann, also, und dann kommen noch ein paar andere, die wir jetzt nicht im Einzelnen angucken müssen. Aber dort sind die Highlights. Und jetzt schauen wir mal, ob du bei der Zuverlässigkeit dir selber eine regelrechte Inkompetenz attestierst, und da stellen wir fest, nee, das ist nicht der Fall. Nee. Das sind diese, also du bist deswegen nicht, du sagst, aber also ich bin wirklich sehr zuverlässig, ja, wirklich, aber so. Also ich komme auch nicht immer pünktlich und so, also. Ja, also das, oder dass du Vereinbarungen einhältst, ja, und Versprechen erfüllst und solche Sachen. Aber deine besondere Stärke siehst du selbst, was vom Leben her in der Kombination von Überlebensfähigkeit mit daraus gewordener und gewachsener Weisheit. Dort sind deine Highlights. Und du merkst vielleicht an diesen Beispielen, dass wir haben jetzt wirklich nicht mit Kompetenzmessung zu tun, sondern wir haben es mit deinem Eigenwahrnehmung, wie du deine eigenen Kompetenzen, wo du die Highlights siehst. Und wie kann ich jetzt dieses Wissen, diese Erkenntnis oder auch der Zuschauer, wenn der sowas, so eine Analyse macht, nutzen, um die im Leben zu integrieren? Was kann ich jetzt daraus für einen Beruf ableiten oder für eine Lebensphilosophie oder? Also ich glaube, es ist vor allen Dingen dann hilfreich, wenn ich mache mal einen kleinen Bogen drumherum. Es gibt Fähigkeitsmessung, Kompetenzraster und ich weiß nicht was es ist. Das ist in der Personalwelt, in der HR-Welt eine sehr große, wichtige Geschichte und so wurde ich auch angegangen und ich wurde, weil eigentlich sind meine Selbsterkundungsinstrumente, die haben in erster Linie zu tun mit Wollen, mit Neigungen, mit Interessen, mit Strebungen. Und da habe ich mir gedacht, was dient den Menschen selber, wenn es um ihre Kompetenzen geht? Und wenn Sie sich jetzt so ein Bild anschauen, wie du dir deines, dann können Sie sich fragen, okay, Überlebensfähigkeit und Weisheit. Jetzt komme ich vielleicht in eine bestimmte Lebenslage hinein. Ich stehe
Und jetzt, oh, das wird jetzt ganz, vielleicht eine Krise irgendwas und vielleicht eine politische Krise, eine wirtschaftliche, mhm. Lauter so ganz furchtbares Zeug. Mhm. Und wenn du weißt, okay, ich sehe ja bei mir, ich habe mir selber bewiesen, dass das besondere Kompetenzen sind. Ich werde mit genau diesen Kompetenzen auch da wunderbar durchkommen. Ah ja, das macht kann jetzt, dir dann Mut machen. Ja, genau. Das, macht, das kann ja, dir Mut ja. machen. Und wenn jetzt ich bei mir selber nicht eine riesige Zuverlässigkeit bescheinige, warum? Weil ich die anderen Kompetenzen bei mir als noch stärker ausgeprägt will, muss ich keine Angst haben. Ich habe hier keinen Ausschlag. Deswegen kann man mir auch schlecht Angst machen, oder? Das würde man daraus also herleiten gehen wir können. Gehen wir nochmal zurück hier. Also Angst, also wenn du, vielleicht ist das wirklich, wie gehe ich mit Krisen um? Ja. Und da bist du aufgrund deiner Lebenserfahrung und wie du deine Kompetenzen wahrnimmst, sagst du, ich bin gut aufgestellt mit meiner Überlebensfähigkeit, mit der Weisheit, mit der ich dann entwickelt habe. Und was ich eigentlich auch noch ganz gut brauchen kann, ist meine Eigeninitiative. Ich komme da durch. Und das vielleicht hast du das so im Leben schon erfahren. Ja. Ne? Ja. Und das gibt dir dein gewisses Selbstvertrauen, dass du hier quasi dir selber spiegelst, durch schwierige Situationen hindurchzugehen. Jetzt stell dir mal vor, jemand hat seine Hauptausschläge bei Zuverlässigkeit und Sozialkompetenz. Der wird sagen, man wird sich auf mich sowas von verlassen können. Und ich kann so wunderbar dann mit den Menschen in einer Notsituation umgehen. Also wenn ich dann einen Bunker leiten muss plötzlich selber in einem dann weiß ich, wo meine Rolle ist. Dort sind meine Stärken. Und so kannst du es nutzen, die Lebenskompetenzen. Ne? Also man findet selber, wo bin ich am besten auch einsetzbar aufgrund dessen, was ich bei mir selber wahrnehme. Und warum nehme ich es auf? Weil offensichtlich habe ich das im Leben so erlebt und da kann ich mich darauf verlassen. Ne? Also das sind Lebenskompetenzen. Jetzt schauen wir uns mal Durchsetzungsvermögen und Bindung, aber weißt du was, die Strichelchen, die wir da sehen, diese grauen Balken, die können wir alle getrost vernachlässigen, denn die sind alle unter 20%. Okay. Ja, also eine ausgesprochene Inkompetenz bescheinigst du dir nirgendwo. Ja? So, und jetzt kommen Arbeitskompetenzen, wie sie im täglichen Berufsleben für die meisten Menschen in der heutigen Arbeitswelt relevant sind. Womit kann ich am besten umgehen? Mit Bildern oder Modellen? Mit Zahlen? Oder mit Worten und Texten? Und dann sagst du, ja, eindeutig mit Worten und Texten. Und das ist der einzige Balken von all denen, die jetzt kommen, der so viele Punkte gekriegt hat. Und dann haben wir hier zum Beispiel Phasenkompetenzen. Bin ich eher ein Anreißer, ein Fortführer, ein Zuendebringer von meinen Kompetenzen? Und da siehst du eher das Initiative, das Anreißende bei dir. Vorgehenskompetenzen. Na, methodisch und systematisch ist deutlich weniger, was du dir selber sagst, als spontan improvisieren. Das ist mehr dein Ding. Ja. Ja. Und da gibt es noch eigene Methoden und Vorgehensweisen überhaupt entwickeln als drittes. Na, ist ein bisschen was dran. Ne? Aber insgesamt die große Methodikerin, die jetzt Schritt für Schritt ist, da siehst du jetzt nicht deine Stärke. Was übrigens auch wieder zusammenpasst, wenn wir an andere SEIs, Selbsterkundungsinstrumente von dir denken, wenn wir an deinen Vokartograf denken, mit deinen Neigungen, Motivatoren, wenn wir an deine Meme, an deine Werthaltungen denken, kein besonders großes blaues Meme dafür mehr, passt das natürlich auch wieder sehr schön zusammen. Pensumskompetenzen, ja? Also ist es vor allem die effizient, ist es das Geschickte oder ist es Organisieren und Delegieren? Und da sagst du, also am stärksten ist bei mir geschicktes Multitasking. Und da hast du ja einen Gender-Vorteil. Ne? Sagt man.
Und habe ich gefunden, stimmt. Ja. Und, ne? Und dann Qualität, Quantität. Und da sagst du, ich kann eigentlich beides ziemlich gut. Aber im Zweifelsfall bringe ich mehr Qualität als Quantität. Mhm. Ne? Leistungskompetenzen, ja, praktisches Geschick an stärkster Stelle. Dann kommt Kreativität und analytisches Vorgehen am wenigsten. Das ist sozusagen dein Selbstporträt, was deine Arbeitskompetenzen anbetrifft. Ist es dann auch so aussagekräftig, wenn jetzt ein Zuschauer sagt, er macht es auch, dass er aufgrund dieser Information sich auch seinen Beruf schon, wenn er jetzt zum Beispiel auch Analyse richtig gut ist, aber überhaupt gar nirgendwo analytisch arbeitet, dass er da... So, wie ist der nicht happy? Naja. Also ich habe mal einen Satz geprägt, der dazu passt. Glücklich ist, wer soll, was er will und darf, was er kann. Mhm. Und hier hat es damit zu tun mit darf, was er kann. Im Vokatograph ging es mehr soll, was er will. Und hier geht es um darf, was er kann. Und er weiß am besten vielleicht selber, was er kann. Und wenn er jetzt das, was er gut kann, gar nicht darf, weil es von ihm nicht gefragt ist, wird er nicht motiviert sein, wird er keine gute Leistungen bringen. Und wenn du jetzt jemanden ansprichst, was hat der davon, wenn der das für sich macht? Nimm an, er bewirbt sich. Ah, ja, kommt. Und jetzt hat er Jobs zur Auswahl, dann hilft ihm das, den Job für sich zu evaluieren. Was ist das Pflichtenheft? Was sind die Aufgaben? Was kommt auf mich zu? Kann ich da, wo ich mein praktisches Geschick, kann ich das dort einbringen? Ich finde es auch schön, das so zu sehen, wenn mich jemand fragt, wo sind deine Stärken? Das ist ja auch so ein klassischer Bewerbungs- Was sind alles Stärken? Aber natürlich sind hier Stärken sichtbar. Und ich gehe mal ganz kurz noch weiter durch. Da siehst du hier Tätigkeitskompetenzen, handwerklich, mit Menschen umgehen, abstrakte Denkprobleme. Ich gehe mal hier schnell durch. Settingkompetenzen für mich alleine, mit anderen Leuten zusammen, Team moderieren, ne? Und dann haben wir persuasive, ist es mehr logisch, auch mit Menschen einnehmen oder beides zusammen, nicht? Und dann haben wir Konfliktkompetenzen, eher Durchsetzung, Kompromisssuche oder Win-Win-Lösungen. Und wenn wir jetzt durch diese Kompetenzen nochmal rückwärts alle durchgehen, schau mal, wo sind die längsten Ausschläge und wo sind die kürzesten? Und da haben wir die Vierer. Und jetzt kommt hier der Einzige mit 5 Punkten. Ja, mit Wort. Du bist ein Wort. Worte und Sätze und Sprache. Das ist meins. Das ist deins. Ja. Ne? Und habe ich ja auch schon immer Vorträge gehalten. Also, da bist du stark. Mhm. Also wenn jemand kommt und sagt, kannst du das mal erklären, erläutern und so weiter, ran. Mhm. Ne? Und dann gut mit Zahlen, und wir haben an anderer Stelle ja auch schon mal gesehen, im Vokatograph, dass das gar nicht so dein Ding ist. Ne? Und jetzt mache ich mal, du siehst, hier haben wir ein paar, wo noch 4 sind, und die sind auch noch relativ interessant. Ja, und das sind deine Arbeitskompetenzen. Ne? Und jetzt kann jemand auch von dir einen You machen, aber wie gesagt, bitte nur dann. Mhm. Wenn du diesem Menschen vertrauen kannst, dass der Mensch das beurteilen kann, das ist der Vokatograph You. Und ist es dann auch ratsam, wenn ich eher über mich eine Erkenntnis in der Partnerschaft haben will, dass ich das meinen Partner machen lasse? Oder wenn ich habe dann auch so überlegt, naja, wer macht denn jetzt wirklich Sinn? Ein Arbeitskollege oder... Also hier beim Kompetograph. Ja, wenn dich jemand bewerten... Also der Privatpartner. Sollte es nicht. Er darf es, aber das bringt dir wenig. Aber jemand, der dich kennt im Betrieb, vom tagtäglichen Arbeit, der mit dir zusammen Projekte gemacht hat,
Da bringt es dir was. Es muss ja im dir Beruf. Letztlich was bringen. Das ist für ein Beruf. Genau. Wir sehen jetzt in der Berufswelt. Ja, ja, genau. Ne? Zur Partnerwelt, da machen wir eine andere Sendung. Ja, ja, drüber, das machen wir nochmal separat. Ja. Ne? Und jetzt im Beruf hast du vielleicht einen Chef oder eine Chefin. Mhm. Vielleicht führst du auch Leute. Und ich bin sehr angegangen zu dieser Thematik in der Arbeitswelt, in der Berufswelt. Und da bin ich auch gegangen von dem, was sind zunächst mal die Wünsche, die ein Mensch an eine direkt überstellte Führungsperson hat. Mhm. Und da, ja. Ja, also nur mal zum, da war ich so ein bisschen, das war für mich ein bisschen herausfordernd, weil ich ja schon immer selbstständig bin, aufgrund inkompetenter Führer. Ich habe es nicht so mit, wenn ich geführt werde. Und dementsprechend war es für mich natürlich auch schwer zu sagen, was erwarte ich jetzt von einem Chef. Also wenn du einen hättest, hättest du deutlicher nicht sein können in dem, was du gerne von ihm oder ihr hättest. Mhm. Okay. Und wenn du jetzt irgendwann in einer Lebenssituation kommst, wo es einen gibt, dann wäre es gut, wenn der das wüsste. Mhm. Und der könnte dann, oder sie, nicht, das kann ja beides sein, also wenn ich jetzt der sage, meine ich immer die mit, aber aus Kürzelgründen sage ich jetzt einfach der. Also, und wenn der dann einen Lidograph macht, der gibt die gleichen Themen, welche Mitarbeiterwünsche erfülle ich gern, weil es mir leicht fällt, weil es mir liegt, dann passt das gut zusammen. Jetzt gibt es Chefs, die haben Mitarbeiter und die Mitarbeiter haben Wünsche, aber die Neigungen diesbezüglich auf Chefseite liegen anders. Die müssen sich entsprechend mehr anstrengen, um die Wünsche zu erfüllen. Ja, aber die tun es dann trotzdem. Also, und ich habe in der Arbeit mit diesem Bossograph und dem Lidograph, also wir sehen jetzt hier nur einen Bossograph, Lidograph sieht eigentlich im Prinzip genauso aus, aber aus der Perspektive, welche Wünsche erfülle ich gern? Mhm. Habe ich festgestellt, in Teams, jede Chef-Mitarbeiter-Beziehung ist einzigartig. Jeder Mitarbeiter tickt anders, was die Wünsche anbetrifft, was den Chef angeht. Und schön ist eben, wenn man das, wenn beide das wissen, oder? Ja, und wenn die das sehen und sich darüber unterhalten können, dann gibt das. Dann kann man vielleicht ein paar Dinge, ja, da hat es mal geharzt, da haben wir Missverständnis gehabt. Mhm. Das kannst du mit dem ansprechen und sagen, jetzt wissen wir es. Und die Zusammenarbeit zwischen diesen Diaden, nicht vergiss es mal, die Diade, eine einzelne Führungsperson und eine einzelne mitarbeitende Person, das kann man damit sehr, sehr schön entwickeln. Mhm. Ja? Und wir haben hier, ähnlich wie wir das vorhin im Kompetograph hatten, auch zwei Seiten. Und hier das erste ist Beziehungsverhalten. Und nachher kommt das eigentliche Führungsverhalten. Und hier im Beziehungsverhalten haben wir auch wieder ein Koordinatensystem ganz oben. Zuwendung, Aufmerksamkeit. Und nicht unten, ich lass dich in Ruhe. Mhm. Die linke Seite betont die Person, den Mensch des Führenden. Und auf der rechten Seite ist die Rolle als Führungsperson. Und jetzt schau mal deine rote Figur an. Und da sagst du, also wenn ich schon einen Chef haben muss, dann möchte ich, dass es ein warmer Mensch ist, der mitgeht, der auch mal lacht, der also ganz normal, menschlich und authentisch mit mir mitgeht. Natürlich ist mir auch wichtig, dass es sich anständig verhält, an Abmachungen hält und keine schiefen, krummen Dinge so weiter tut, nicht? Und mir ist wichtig, dass er meine Leistung, dass er die wertschätzt, dass er die sieht. Aber tägliche Zuwendung brauche ich von dem überhaupt nicht. Ne? Gut, also das brauche ich nicht. Und dann hast du hier einen früheren Chef, den du mal hattest. Hast du ja da mir erzählt, hast du da in der grünen Figur. Mhm. Und bei dem sagst du, ja, der war zwar sehr warmherzig und ich weiß nicht was alles, aber und der war so aufmerksam und zuwendend und ich weiß nicht was alles. Ja, habe ich gar nicht gebraucht. Mir wäre lieber gewesen, wäre ein bisschen authentischer ja selber gewesen. Mhm. Da muss ich nicht so anstrengen. Mhm. Ne? Aber vor allen Dingen soll der doch sehen, was ich bringe.
Ne? Und das hat er gar nicht so gedacht. Er war zu therapeutisch und zu wenig mich in meiner Leistung fördernd. Mhm. Das sagt dieses Bild. Hm? Ja, und dann haben wir schließlich noch Gegenüberstellungen, nicht? Da ist haft auf der linken Seite drei verschiedene Verhaltensweisen der Gesprächsführung und rechts die gleichen. Und da siehst du links deinen Wunsch, die Balken, und rechts deine Wahrnehmung von diesem früheren Chef. Ja? Und das stimmt total überein. Dein Wunsch und Wahrnehmung stimmt hier total überein. Also strebt ein Ergebnis an, mit dem ich zufrieden bin und spricht mit mir auf Augenhöhe. Das ist dir beides wichtig und bei dem damals voll gegeben gewesen. Hier gibt's einen kleinen Unterschied. Du hättest geht mehr auf deine Fähigkeit. Kleine Unterschiede können wir vernachlässigen. Also wie macht dein Vorgesetzter sein Briefing? Und hier sind drei Verhaltensweisen, die alle wertvoll sind. Ne? Wie kontrolliert dich der Chef? Naja, also da hast du keinerlei Wünsche in der Richtung. Und bei deinem damaligen Chef hat es auch nicht viel in der Richtung gegeben. Hat dich ein bisschen mehr, aber nicht groß kontrolliert. Ne? Hat dir Freiräume schon gegeben. Ne? Und dann hier stellt sicher, dass mir die zur Erfüllung meiner Aufgabe nötigen Mittel zur Verfügung stehen. Das kümmerst du dich selber drum, das ist dir überhaupt nicht wichtig. Das hat der aber sehr gemacht. Vielleicht ist da die fürsorgliche Seite ein bisschen stark rausgekommen. Mhm. Ne? Feedback kriegst du, hast du gekriegt, kritisiert aufbauen, da warst du sehr zufrieden. Und mit der Leistungsanerkennung, direkt Lob, verbal warst du auch zufrieden. Ne? Ja, leitet Sitzungen zeiteffizient. Das hat er besonders gut gemacht damals. Der war sehr zeiteffizient, verglichen mit deinem Wunsch. Ne? Dir wäre noch ein bisschen wichtiger gegeben, dass Ergebnisse erzielt werden, die nachher auch umgesetzt werden. Mhm. Ne? Und hier hast du die Entscheidungsfindung, nicht? Sehr ähnlich, dass die beiden auch wieder Wunsch und Wahrnehmung. Und dann von der beruflichen Entwicklung her, naja, also für deine Karriere hätte er sich nach deinem Wünschen ein bisschen mehr einsetzen können, als er es getan hat. Vielleicht kommt da ja auch, dass es sich um einen ehemaligen Chef handelt. Ne? Ja, also das ist sozusagen der Bossograph. Und wie gesagt, wenn jetzt der Vorgesetzte in einer solchen dyadischen Arbeitsbeziehung auch noch einen Lidograph macht, was für Wünsche erfülle ich gerne? Mhm. Und die beiden zusammensitzen und darüber sprechen. Möglicherweise, ich habe einen Kunden, wo das geschehen ist, moderiert und ein bisschen geholfen von einem Betriebsinternen, das war eine Coachin, die hat das Ganze dann noch ein bisschen moderiert und das hat sehr viel gebracht in der Beziehung. Das glaube ich. Also das ist ja wirklich Gold wert. Ja, das ist ja, also ob jetzt beruflich oder in Partnerschaften oder auch, ja, in Partnerschaften kriegen wir es hin, aber das ist jetzt die berufliche Szene. Ja. Und hier ist etwas ganz Lustiges. In klassischen Mitarbeiterbefragungen werden Chefs beurteilt. Mhm. Ne, da machst du Aussagen über den Chef, wie gut du den findest und so weiter. Hier ist nicht eine negative Aussage über den Chef. Mhm. Es ist alles positiv. Alles auch positiv formuliert. Schön. Wenn also braucht man auch keine Angst haben jetzt als Mitarbeiter, dass da irgendwas rauskommt, was den irgendwie kränken könnte. Kränken nicht, aber geht ja nur um die bilaterale Beziehung. Es ist ja keine Gruppenbefragung, sondern es ist nur die bilaterale Beziehung. Aber jetzt nimm mal an, du findest, dein Chef ist ein etwas, was mit A anfängt. Ganz indirekt kannst du das ausdrücken, indem du sagst, das sind meine Wünsche und das sind die gegenteiligen Wahrnehmungen. Mhm. Read my lips. Also du kannst es indirekt ausdrücken. Und im Lidograph ist nicht gefragt, was bin ich für ein Chef? Selbstverständlich bin ich ein toller Chef. Das sagen alle. So wie Autofahrer. Es gibt nur gute Autofahrer, wenn du sie fragst.
Aber du fragst, was für Mitarbeiterwünsche erfülle ich gerne, weil es mir liegt. Mhm. Und da kannst du auch leichter ehrlich sein, als dich jetzt auf ein Podest stellen, dass du der größte, tollste, beste Chef aller Zeiten bist. Ja, super. Ja. War wieder richtig spannend. Wir überziehen ja immer die Zeit endlos, aber es ist ja auch wirklich schön, wenn man so ein Werkzeug hat. Ja. Ja. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Und dann kommen ja noch so ein paar Lebensbereiche. Wir haben noch ein bisschen was. Ja, sehr schön. Ja. Also, lieber Claudio, vielen, vielen Dank. Wenn die Leute jetzt doch sich noch ein bisschen damit beschäftigen möchten in die Tiefe, gibt's da noch eine Möglichkeit? Also, Sie finden alle diese Selbsterkundungsinstrumente auf einer Webseite, die ist praktisch ein Shop. Da können Sie es selber auch mal ausprobieren. Mhm. Und dieser Shop heißt diagnosco.com, Diagnosk mit C geschrieben. Aber möglicherweise ist gerade dieses Thema auch sehr für Firmen interessant. Mhm. Und die können sich dann auch über Diagnosco entsprechend in Verbindung setzen, auch mit mir. Mhm. Und ich kann sagen, guck mal, wir haben hier, Konflikte zwischen Chefs und Mitarbeitern. Wir haben Bewerber. Mhm. Wie gut werden die zusammenpassen mit ihrem künftigen Chef? Ja, perfekt. Für solche Sachen. Sehr schön. Danke und bis hoffentlich bald. Ja, vielleicht haben doch die ein oder anderen Unternehmer da draußen Lust bekommen, mit den Mitarbeitern in eine schöne, ja auch Kommunikation zu gehen, und wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute bei der Selbsterkennung und bis bald. Tschüss.